Es ist wieder soweit, das Griffinheit-Video, denn heute heißt es 7 Monate USA. Juhu, über ein halbes Jahr schon. Ja, mir geht es gut. Ganz großer Teil jetzt die letzten Wochen ist für mich das Thema Verlängerung. Wir haben ja schon bekannt gegeben, dass ich auf jeden Fall verlängern werde. Wie lange steht jetzt noch offiziell noch nicht fest. Ja, das war gewesen. Das Ganze beim letzten Video, das war ja nach dem 4. Juli. Ich kann mich nicht erinnern, was alles war. Auf jeden Fall waren wir, wurden wir, glaube ich, eine Woche später. Ich würde sehr falls mal direkt was Besonderes war im Juli. Auf jeden Fall waren wir wieder bei irgendeinem Wochenende bei Tommys Eltern, bei Tommys Mama. Und haben dann wieder Poolparty gemacht. Die hatten auch noch andere Leute da. Andere Freunde, da haben wir halt Poolparty gemacht mit Barbecue. Ich habe meinen ersten Maiskolben gegessen. Voll cool. ja, so richtiges Barbecue hatten wir dann auch. Und dann abends haben wir dann auch am Lagerfeuer gesessen, haben uns Marshmallows geröstet und haben die dann mit Schokolade zusammen aus auch so ein Cracker-Sandwich gemacht, mit so Kek, so einem Cracker außenrum. Wie heißt es denn? Schmors. Ich weiß gar nicht, wie genau das ausgesprochen wird. Aber richtig lecker. Boah, ich liebe die Dinger so, ne? Ich habe so viel gegessen davon. Und dann haben wir auch so im Whirlpool gechillt und im Pool, immer ganz cool. Ist immer mega fun. Was ist noch gewesen? Ich habe mich tätowieren lassen. Da weißt du. Ich erkläre es direkt, also es ist ein Herz. Und das hier ist die Kalifornien. Und so, das gibt es halt so. Und ich habe dann halt die liebe Kimi gefragt, die wunderbar zeichnen kann, ob die mir nicht die Golden Gate Bridge mit reinmalen kann. Die hat mir verschiedene Varianten geschickt und ich habe mich dann für diese entschieden. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen Eigentouch, aber weil ich mega schlecht bin, dann hat Kimi das für mich gemalt, ein Bild geschickt. Und ja, danke Kimi, ich liebe es. Ich habe Kimi auf Namen. Dann noch das Wochenende, 26. Juli, hatte mein Bruder Geburtstag und ist, ach du schon, 22 Jahre alt geworden. ja, schon so alt, ne? Ja, die haben Familientradition weitergeführt zu Hause. Ich habe auch kurz um, also nach deutscher Zeit Mitternacht, war bei mir 3 Uhr, geskypt und gratuliert. Dann, wir waren dann am 26. Samstag, also den Samstag bei Tommys kleinen Bruder, der hatte nämlich montags gegenüber Dienstags Geburtstag. Und am Samstag war halt Geburtstagsparty von dem mit Schulabschlussparty, also so eine große Party zusammen. Ja, haben ein paar Leute kennengelernt und so und viel getrunken. War aber ein lustiges Wochenende. Echt Spaß gehabt und dann, ja, was gab's noch den Monat? Dann, meine Mama hatte letzten Samstag Geburtstag am 3. August. happy birthday. Und ja, hab dann auch mitgeskypt, weil es ja Samstag war, dann konnte ich mit denen zusammen reinskypen und mit einer so Familientradition halt. Und dann waren unsere Nachbarn da und meine zwei besten Freundinnen waren da, mein Bruder mit seiner Freundin und der Sascha, Annies Freund. Ja. Und dann haben wir zusammen reingefeiert. War halt schön. Ich glaube, wir haben an dem Tag auch, was haben wir gesagt, Papa? 6 Stunden? Ist geil. Fast 6 Stunden. Mega lang. Aber ja, haben wir eh Arbeit. Von daher hatte ich ja Zeit. Der kam auch zwischendurch nochmal kurz nach Hause. Um Hallo zu sagen, konnte an dem Bibi kennenlernen. Ja, sehr. Sonst, ich bin jetzt mit vielen Planen für Urlaube und Wochenendtrips. Ich hoffe, das wird alles. So, ja, wir suchen immer noch jemanden, der das mal fährt. Ich versuche das jetzt mal diese Woche rauszuerledigen, weil ich jetzt auch Hotel buchen, weil wir jetzt auch Hotel buchen wollen und so weiter. Ende des Monats nach LA. Ende September will ich dann nach Chicago und Anfang Oktober direkt von Chicago an eine kleine Ostküstentour, so eine 3-tägige Tour nur. Ja. Dann zurück und dann kommt fast schon die Annie. Eine Woche darauf eigentlich. Und mit der fahren wir dann nach Las Vegas. Wie ich das geldlich mache, weiß noch keiner.
muss ich mich mal schlau machen. Gott, das ist eine Katastrophe. Ich bin jetzt im Sparmodus, deswegen sind meine Wochenenden eher so trocken, damit ich halt mehr Geld sparen kann. Ja, sonst meine zwei Fischis leben noch. Dann ja. Jeden Freitag Pizza, ich bin immer noch erkannt. Die ersten Au-pairs, die mit mir hier leben, ich bin schon zurück nach Deutschland, weil das Jahr um ist. Und ja, die gehen jetzt alle nacheinander, aber dafür kommen neue. Da bin ich ja mal gespannt, weil ich ja mit denen dann jetzt wahrscheinlich am meisten machen werde, weil die ja dann genauso lange wie ich hier sind, dann auch bis nächsten Sommer. Also ganz cool eigentlich. Ja, kann ich sonst noch erzählen. Es gibt eigentlich nicht viel. Das weiß ich ja. Mir ist das letztens aufgefallen, ich weiß gar nicht, warum. Dass ich nur über Frikadellen rede. Und wie ich die so wahnsinnig vermisse. Boah, ist doch Hunger drauf, ne? Ja, jeder Mann, der macht die da, ist nicht das Gleiche. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ist nicht das Gleiche. Ich will mal nur meine Frikadellen. Oh, Mami. Naja. Jetzt nicht wieder zu viel nur über Essen reden. Was ich mir noch erzählen soll. Ich hab vorhin noch mein Handy geschaut, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich guck mal eben. Bei meinem Handy kann ich mal sehen, was da den ganzen Monat war. Oh ja, am 31. August fahre ich nach Alcatraz. Endlich. Ewig lang drauf gewartet. Freue mich schon. Ach ja, ganz tolle Geschichte. Ich habe ein Paket geschickt nach Deutschland, was innerhalb von 4 Tagen da war. Auf das Paket von meiner Familie warte ich jetzt seit über 3 Wochen, glaube ich. Ich hoffe, es kommt bald an. Aber es war noch 4 Tagen da. Ziemlich coole Sache. Kaum hart gefeiert. Und ja, ganz vergessen. Noch Juli. Ja, kann man nicht vergessen haben. Deutschland ist Weltmeister. Ihr Schweine. Da ist Mama nicht da, dann wird man einfach Weltmeister. Aber ich konnte mich ja gut trösten zu meinem Papa mit den Worten. Das Spiel war Sonntagabends und du weißt genau, wie scheiße deine Dienstpläne waren. Du hättest selber schon eine Sonntag Mittagsschicht gehabt, bis 9 Uhr gearbeitet. Wärst um 9 Uhr erst hier gewesen, 9:30, 10. Dann hättest du Montagmorgens um 6 Uhr anfangen müssen, um 5 Uhr aufstehen. Hat er recht. Deswegen, ich habe eigentlich ganz gut geschaut hier in der Sportsbar. War ziemlich witzig. Meisten Argentinien-Fans sind so, deswegen können wir auch richtig schön feiern danach. War nicht das gleiche wie in Deutschland, aber hat mega Spaß gemacht. Ja, ansonsten läuft alles super mit der Familie. Mega happy. Richtig lieb sind die. Voll mein Herz geschlossen. Mir geht's gut. Wie gesagt, war mir so ruhiger Monat. Wie gesagt, scheiß Geld sparen, weil ich ja damals so viel geshoppt habe. Jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr Geld sparen und das nervt halt alles. Oh, Freitag. Nee, Samstag. Samstag gehe ich wandern. Yeah. Okay, ich muss mal jetzt irgendwann. Ja, im Kino war ich viel. Kino ist cool, hier ist nicht so teuer, deswegen kann man das ruhig einmal machen am Wochenende. Ja. That's it. Also, das war ein kurzer Rückblick, ich weiß. Aber ihr habt ja gesehen, gehört, dass dann wohl jetzt die nächsten Monate mehr so sein wird. Also im nächsten Video gibt es dann viel mehr zu erzählen. Gesprochen. Und hey, die Videos sind immer so lang, kann man sich nochmal ein kurzes angucken. Gut, das war's, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja. Ein ganz lieben Gruß an meine Anni. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn du bald kommst. Ja, ich schwöre dir, ich raste aus, wenn ich dich sehe in Amerika. Ich werde dich auch umarmen. Wir sind nicht so die Umarmer. Aber da muss ich dich leider umarmen. Und ja, das ist eigentlich jetzt echt, worauf ich mich mehr freue, sogar als Chicago, wo ich Chicago wirklich gerne sehen will. Ich bin so aufgeregt, ja. Ich glaube, ich checke jetzt mal die Flüge, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, Leute. Hab euch alle lieb, Mami, Papi, ich vermisse euch, Benny, dich auch. Meine beiden Omis, habt Spaß mit den T-Shirts. Ich sehe euch bald.